kurz was trinken gehen oder so, damit das länger anhält. Das würde die Geschäftsordnung nicht vorsehen, aber... Ist doch meine bitte, Zeit, die dann läuft, das ist ja egal. Also ich kündige schon mal an, dass ich diesen Antrag weder zurückziehen werde, noch werden wir gegen diesen Antrag stimmen, denn er ist sehr gut. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer auf der Tribüne und zu Hause. Liberale Gesellschaften sind durch einen wachsenden Meinungspluralismus gekennzeichnet, und das drückt sich nun mal auch im Parteienspektrum aus. Über Jahrzehnte gab es hier im Landtag nur 3 Fraktionen, dann 4. Jetzt haben wir 5 Fraktionen. In den nächsten Landtag könnten 7 oder 8 Fraktionen einziehen. Das alles verändert die politischen Verhältnisse, und dem müsste auch parlamentsrechtlich Rechnung getragen werden, ohne dabei aus dem Blick zu nehmen, dass im Landtag Mehrheiten entscheiden. Bei der Umsetzung von parlamentarischen Untersuchungsausschüssen gibt es bereits ein Quorum von 20%. Es wäre daher konsequent, dieses Quorum auch beim Recht auf Einberufung des Landtags und bei der Erhebung einer abstrakten Normenkontrolle anzuwenden. Der Herr Kollege Jostmeier hat es gerade gesagt, man sollte Länderparlamente stärken, und Länderparlamente stärken heißt Minderheitenrechte stärken, denn sie sind ein wichtiges Instrumentarium in den Parlamenten. Auch hier gab es einen Kompromiss, das haben einige auch schon gesagt, und auch hier hängen wir leider an dem leidigen Satz, alles hinge mit allem zusammen, und eine Einigung ist dann dem großen politischen Spiel der großen Fraktionen zum Opfer gefallen. Herr Dr. Wolf hat es gerade noch mal gesagt, die Sinnhaftigkeit ist unbestritten, und wir Piraten geben ja die Hoffnung auf das Gute nie auf, dass das Gleiche auch heute hier im Parlament gelten könnte. Schön wäre, wenn die Menschlichkeit und der menschliche Umgang, den wir gerade gesehen haben, was die letzten Reden von Kolleginnen und Kollegen angeht, auch tatsächlich am Ende zu Lösungen führen würde. Herr Jostmeier, Herr Dr. Wolf, alles Gute auch von mir für die Zukunft. Und wir haben gerade am gemeinsamen Applaus gesehen, das wünschen sich alle Fraktionen. Und diesen gemeinsamen Wunsch und das dann noch in die Tat umzusetzen, würde ich mir auch für unseren Antrag wünschen. In diesem Sinne, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Marsching.